So, und jetzt noch den Schatz. So. Ich würde so behaupten, ich denke auch mit gutem Recht, wir könnten eigentlich nochmal in die Rosa Infiore gehen. Geht das noch? Schnell in die Rosa Infiore. Ich meine schon, ja. Wenn man das Schnellreise hinmachen kann, neue Aufträge abholen, würde ich sagen. Ich denke, das geht immer. Wir werden ja hier die Schnellreise benutzen. Rosa Infiore. Und dann vielleicht noch in die Diebesgilde und vielleicht auch in die Söldnergilde, um neue Aufträge zu sammeln. Und dann werde ich auch mich verabschieden und aufhören. Und noch einen Schluck trinken. Wasser, immer gut. So. Kann man sich neue Aufträge abholen? Es sieht nicht danach aus. Es sieht nicht danach aus. Tatsache, es sieht nicht danach aus. Ich will mir kurz trotzdem nochmal die anderen abklappern. Kaserne. Kurz nochmal hier gucken, ob man neue Aufträge annehmen kann. Oder auch nicht. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe in letzter Zeit keine Cluster mehr gemacht, fällt mir auf. In den letzten Parts. Das müsste man mal ändern. Okay, gehen wir da raus. Im Moment keine Auftragsantate verfügbar. Und ich denke, genauso bei den Dieben keine Diebesaufgaben mehr. Da, denn ich habe ja bisher alle gemacht und ich glaube, man wird auch immer benachrichtigt. Für alles, für jeden und alles. Ne? Und ja. Addormentata von La Volpe. La Volpe addormentata. Naja. Okay. Zum Abschluss spielen wir noch eine Runde. Ist das Glück euch hold, hä? Mag sein. Spielen wir noch eine Runde. Vielleicht können wir ein bisschen Kapital mehren. Hazard, schwieriger. Erst wenn sie ein Throw-In, 7 oder 11 haben sie das Spiel gewonnen. Das gewinnen trägt 1 oder 2,2 bei einem Throw. 3 oder 2 sind das Spiel und 1 ist verloren bei allen anderen. Dann würde ich gewinnen. Sie haben denen eine Chance auf Würfen. Wenn sie die Chance auf Würfen gewinnen, sie das Spiel mit einem unterschiedlichen Kronen. Die Runde gewinnen. Sie meinen, sie sind verloren. Wenn sie lange wissen, die Chance, die meinen Würfen. 410. Okay. Machen wir 150 erstmal. Werfe ich 3 und 3. Erneut würfeln. Die Chancezahl ist 6. Komm.
20 drauf. 5. Erneut würfeln. Ich meine, das ist eine 6. Werfeln, um zu gewinnen, und eine 7, um zu verlieren. Steht ja da auch. Bene. Yes. Bene. Komm, wir spielen uns auf 10.000 hoch und dann machen wir das auch. Erneut spielen, bitte. Okay, wir wollen jetzt nicht übertreiben, gehen wir. Gehen wir auf 500. Gehen wir auf 500. Eine 5. Ah, Chance-Zahl ist 5, also muss ich jetzt eine 5 werfen. Siegerwurf, eine 5. Ah, tun wir 10 drauf. 6. Ah, erneut würfeln. Ich muss gesagt, bis entweder eine 5 oder eine 7 werfe. Wieder eine 6. Das kann ja nicht sein. Ah, oh, scheiße. Okay, noch einmal und dann. Zehn. Naja. Yes! Ah, scheiße, stimmt. Waren sie? Ah, ich hab da eine falsche Zahl gelesen. Egal. Dann hören wir auf. Ein bisschen geplayt, ein bisschen was verloren. Haha, 500 ungefähr. Über den Daumen geschätzt. Aber ich denke, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, kein Problem, kein Problem. Kein Kunde von dir wird jemals schlecht. Ach, ich weiß nicht. Denn wir haben jetzt wieder 14.795, Alter. Was geht? So. Gehen wir das Versteck der Tibern-Insel und werden dann dort speichern und dann auch aufhören. Hallo, immer wenn ich Let's Plays aufnehme, habe ich das Bedürfnis zu trinken. Das ist voll komisch. Aber auch irgendwie ein bisschen logisch, aber auch voll komisch. Ich weiß es nicht. So. Können wir schon mal gucken, wie viel haben wir Rom zu insgesamt 35% aufgebaut, okay. Immerhin schon mal etwas. Statistik können wir mal angucken. Zu 31,18% Synchronisation. Spielzeit 6 Stunden 39.
Lieblingswaffe versteht 69, Luftattentate 23, doppelte Luftattentate 0, längste Blitzattentatserie 15, Kampf getötete Gegner 363, vom Pferd aus eliminierte Gegner 5, vergiftete Gegner 0, mit Pistole erschossene Gegner 16, mit Armbrust erschossene Gegner 10. Entwaffnungen. Rom besiegte Borgia-Türme 66%. Wiederaufgebaute Geschäfte 40,74%. Erworbene Wahrzeichen 0%. Entfernte Borgia-Bahne 11,88%. Gesammelte Federn 20,0%. Assassinen-Gilde. Eingesetzte Assassinsignale 4 vom Assassinen-Rekruten. Eliminierte Gegner 19. Rekrutierte Assassinen 8. Getötete Assassinen-Rekruten 0. Beendete Auftragsattentate 6. Eingeschworene Assassinen. Änderung 0. Änderungen völlig synchrone. Änderungen 23. Änderungen an Christina beendet 2. Beendete Auftragsattentate 3. Beendete Diebesaufträge 3. Beendete die Kurtisanaufträge 3. Nachher erlebte Änderungen. Wow, ist mir der Controller fast zur Hand gefallen. 3. Nein, Scherz. Haha. Oh Mann, bin ich. Nein, nicht Animus verlassen. Da waren wir doch schon. Allgemein. Speichergerät. Festplatte. Bestehende Speicherdaten überschreiben. So. Okay, jedenfalls kann man jetzt schon mal sagen, ich habe mich sehr gefreut, wieder aufnehmen zu können. Und das einigermaßen. Ich musste einmal, musste ich mich muten. Und ich konnte mich nicht immer muten, wenn ich mit der Nase zum Beispiel ein bisschen hochziehen musste oder so. Es tut mir leid, falls das euch gestört hat. Dann schreibt es in die Kommentare, falls es euch gestört hat. Ansonsten kann ich nur sagen, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, was man verbessern konnte, beziehungsweise ob es euch gefallen hat oder nicht. Oder was man verbessern könnte an sich. Oder sonst irgendwas. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Vielleicht was Sinnvolles. Keine Ahnung. Eure Entscheidung. Wenn ihr immer up to date sein wollt und immer jedes Video direkt, wenn es rausgekommen ist, sehen wollt, dann und nicht immer auf den Kanal klicken wollt, immer direkt immer auf den Kanal und, neues Video, okay, gucke ich an. Dann empfehle ich euch, abonniert diesen Kanal, damit auch noch die Community bei mir größer wird. Applaus dafür. Anscheinend war es das auch. Falls es euch gefallen hat und ihr auch noch, ihr schon abonniert habt und geliked habt und Kommentar geschrieben habt und trotzdem noch was Nettes tun wollt, dann könnt ihr das Video auf Facebook, Google+, Twitter, whatever, überall posten bzw. teilen. Dadurch könnte man noch eine größere Reichweite, beziehungsweise ich könnte eine größere Reichweite erreichen. Was natürlich für mich ganz gut ist und ich denke für euch auch. Dadurch wird natürlich mein Output und investiere ich dann auch noch mehr Zeit da rein in dieses YouTube, was auch immer das ist, dieses YouTube. Kann man sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.